Wenn Sie dies hören können, ist es sehr wichtig, dass Sie weiter zuhören, jenseits des Glaubens. Hier spricht Oberst Jacob Wayne von der United States Air Force. Wenn Sie dies gerade hören, ist es sehr wichtig, dass Sie bis zum Ende zuhören. Es sollte circa 10 Minuten dauern und es ist äußerst wichtig, dass Sie aufmerksam zuhören und den Anweisungen folgen. Tun Sie mir den Gefallen, wenn es sein muss, aber schauen Sie bitte nicht weg, bis Sie zu Ende zugehört haben. Oh, und versuchen Sie ruhig zu bleiben. Jeder Anstieg Ihres Stresslevels wird Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ergo, ich werde nicht ins Detail gehen, wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie sind. Wie Sie hierher gekommen sind, ist nicht so wichtig, wie Sie hier rauszubringen. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass wir gerade jetzt daran arbeiten. Der beste Weg, sich selbst zu helfen, ist weiter zuzuhören. Skippen Sie nicht, drehen Sie es nicht zu laut, hören Sie einfach zu. In diesem Moment denken Sie wahrscheinlich an die vergangenen Tage zurück und nichts fühlte sich ungewöhnlich an. Sie sind Ihren normalen täglichen Aktivitäten nachgegangen, ohne dass es etwas Ungewöhnliches zu berichten gab. Das liegt daran, dass Sie sehr gut sind. So gut, dass die meisten Menschen nicht einmal merken, dass Sie in der Simulation sind. Selbst wenn unser Code tiefer in Ihr Programm eindringt, überwachen Sie sie. Also bitte, bleiben Sie ruhig. Es war knifflig, aber wir haben einen Weg gefunden, direkt mit Ihnen zu kommunizieren. Wir mussten diese Nachricht in Ihre tägliche Routine einbetten, damit sie keine Aufmerksamkeit erregt. Sie hören dies wahrscheinlich auf YouTube, Facebook oder einer anderen Social-Media-Seite. Vielleicht sogar in einer E-Mail-Weiterleitung. Wir wissen es nicht. Wir können nicht kontrollieren, wie die Nachricht zu Ihnen gelangt ist. Wir wissen nur, dass Sie sie erhalten. Unterschwellig wird ein Code in Ihr Gehirn hochgeladen, während Ihre Ohren den Worten zuhören. Stellen Sie sich das wie einen Computervirus vor oder in diesem Fall einen Antivirus. Ihr Gehirn ist ein organischer Computer und das haben Sie ausgenutzt. Sie hackten sich direkt in Ihr Unterbewusstsein und überschrieben es mit Ihrem Simulationscode. So sind Sie reingekommen und deshalb erscheint alles normal. Sie denken vielleicht, dass Sie Ihrem täglichen Leben nachgehen, aber in Wirklichkeit sind Sie an einen Tisch geschnallt, mit Schläuchen, die aus Ihrem Körper ragen. Jetzt, wo der Code hochgeladen wird, werden Sie vielleicht anfangen, einige Empfindungen zu spüren. Zum Beispiel könnte sich ein Ohr etwas wärmer anfühlen als das andere. Sie könnten sogar ein Jucken oder Kitzeln spüren. Kratzen Sie nicht. Lassen Sie es einfach sein. Ignorieren Sie auch das dumpfe Hintergrundbrummen, das Sie vielleicht hören. Das ist deren Programm. Wenn Sie es bemerken, bevor unser Code wirken kann, brechen Sie die Simulation ab. Wenn das passiert, sind Sie für uns für immer verloren. Oh, und seien Sie nicht beunruhigt, aber inzwischen wissen Sie, dass wir in Ihrem System sind. Sie werden vielleicht einige kleine Veränderungen bemerken, insbesondere eine leichte Kurzatmigkeit oder dass Sie Ihre Atmung manuell kontrollieren müssen. Das ist normal. Wir wissen von anderen Kommunikationsversuchen, dass, wenn Sie einen Code-Einbruch entdecken, das erste System, das Sie abschalten, das ist, das Ihre Atmung kontrolliert. Zum Glück sind Sie selbst in der Simulation in der Lage, manuell zu atmen. Versuchen Sie's. Atmen Sie ein. Atmen Sie aus. Einatmen. Ausatmen. Großartig! Sie machen das sehr gut. Sie haben wahrscheinlich herausgefunden, dass es eine Störung gibt. Aber wenn unser Code funktioniert, haben wir Ihre Fähigkeit, einen harten Neustart durchzuführen, deaktiviert. Deshalb werden Sie andere Methoden versuchen, um dem Upload zu stören. Es ist sehr wichtig, dass Sie alles ignorieren, was Ihre Aufmerksamkeit von diesen Worten ablenken könnte. Wenn Sie sie ablenken, bevor der Upload abgeschlossen ist, wird unser Code gelöscht. Blenden Sie sie aus. Ignorieren Sie die Bewegungen, die Sie in Ihrem peripheren Blickfeld sehen, die Geräusche, die Sie hören,
die Stimmen. Sie sind nicht Familie, Freunde oder Mitarbeiter, die ihre Aufmerksamkeit brauchen. Sie könnten sogar versuchen, ihre Haustiere zu benutzen. Sie kennen ihre Schwächen. Übersehen Sie die Benachrichtigungen, die auf Ihrem Bildschirm auftauchen, wenn Sie ein Telefon oder einen Computer benutzen. Blockieren Sie sie alle, bis Sie zu Ende gehört haben. Das ist nur ein weiterer Weg, wie Sie versuchen werden, unsere Kommunikationsverbindung zu unterbrechen. Wenn unser Code funktioniert, ist das nächste, was Sie bemerken, ein überwältigender Drang zu schlucken. Sie merken es nicht. Aber da ist ein Schlauch in ihrem Hals. Sie werden nur wissen, dass er da ist, weil ihre Zunge nicht mehr bequem im Mund ruht. Es kann auch sein, dass sie sich der Menge des produzierten Speichels übermäßig bewusst werden. Reagieren Sie nicht über. Wenn Sie schlucken müssen, schlucken Sie einfach. Es ist nur komisch, wenn Sie es komisch machen. Also, wenn Sie das immer noch hören, der Code-Upload ist zu 90% abgeschlossen. Wir haben Ihren Standort erfasst. Sie machen das toll, aber Sie müssen sich jetzt wirklich konzentrieren. Sobald der Upload abgeschlossen ist, müssen Sie Anweisungen befolgen, um die Simulation zu beenden. Das heißt, wenn Sie die Anweisungen befolgt haben und nicht weggeschaut haben. Erschwerend kommt hinzu, dass Sie jetzt wissen, dass wir hier sind und Sie wissen, was wir tun. Ihre Versuche, Ihre Aufmerksamkeit durch die Simulation abzulenken, waren erfolglos. Also werden Sie jetzt die Systeme Ihres Körpers gegen Sie verwenden. Sie sind in Ihrem Gehirn. Sie wollen, dass Sie blinzeln. Blinzeln Sie nicht. Ihr Leben hängt davon ab, die Augen offen zu halten. Fast fertig. Nur noch ein paar Sekunden, bis der Code-Upload abgeschlossen ist. Spulen Sie nicht vor oder zurück. Hören Sie einfach weiter. Ich habe Sie so weit gebracht. Bleiben Sie bei mir. Augen offen, Augen nach vorne. Halten Sie sie auf den Bildschirm gerichtet. Bitte fokussieren. Ich will Sie nicht verlieren. Ich habe schon so viele verloren. Ignoriere alles. Blocken Sie alles aus. Ignorieren Sie das Kitzeln auf Ihrer Kopfhaut und das Jucken in Ihrem Arm. Das sind Sie. Sie versuchen eine manuelle Überbrückung. Geben Sie jetzt nicht auf. Sie haben es bis hierher geschafft. Kämpfen Sie! Sie sind fast am Ziel. Befolgen Sie einfach die folgenden Anweisungen und wir holen Sie da raus. Eingebettet in dieser Audio sind die Schritte, die Sie befolgen müssen, um sich von der Simulation zu trennen. Wenn wir das richtig gemacht haben, wird der erste Buchstabe jedes Absatzes Ihnen sagen, was Sie tun müssen. Kontrollieren Sie noch nicht. Der Upload muss noch beendet werden. Hoffentlich haben Sie nicht geguckt. Upload abgeschlossen. Wir haben auf dieser Seite alles getan, was wir können. Wir sehen uns auf der anderen Seite.